Hallo, liebe Freunde der Motorzeitung. Ich habe den Bernhard von La Marca Mobility neben mir. Und wir stehen vor einem ganz besonderen Fahrzeug gerade, wie ihr schon im Hintergrund erkennen könnt. Bernhard, um was handelt es sich denn hier? Ja, es ist Noteam Calgary. Calgary ist ein Fahrzeug mit einer ganz besonderen Face. Dieses Face, sagen wir, bei den vollintegrierten Fahrzeugen ist eins der wenigen, die wirklich eine Stahlkonstruktion haben, also hohen Sicherheitsaspekt. Aufgebaut ist das Fahrzeug auf einem 5,5 Tonnen Mercedes Sprinter, Vollautomatik mit 177 PS. Okay. Die Fahrzeuglänge 8 Meter, die Höhe 3 Meter und die Breite auch wieder 2,32. Okay. Gibt es was zur Zuladung gleich zu sagen? Zuladung ist bei diesem Fahrzeug um die 750 bis 800 Kilo hineingerechnet. Okay. Sagen wir mal die grundsätzlichen Accessoires wie Markise und so weiter da, dass wir also da eine echte Nutzlast von diesen 700 Kilo, rund 700 Kilo haben. Alles klar. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Die Klappen, Unterklappen, wir haben hier es mit einem Doppelboden zu tun. Der Doppelboden hat die Seitenausschübe voll im Metall. Wir haben hier bereits die volle Autrage-Version mit Wechselrichter, Ladebooster, Lithiumbatterie. Eingangstür XL. Und da haben wir wohl die Batterie. Habe ich vorher schon mal reingespäht. Da haben wir die Lithiumbatterie. Und das ist eine 200 Amperestunden. Eine 200 Amperestunden, gekoppelt mit zwei Solarplatten, auch jeweils 120 WP. Und der Wechselrichter beträgt 2000 Watt. Das ist auf jeden Fall amtlich. Dann gehen wir weiter. Das ist jetzt der reine Laderaum. Unterhalb des Laderaums finden wir gleich den Ausschub fürs Brauchwasser. Vom Schmutzwassertank. Der Schmutzwassertank ist mit 125 Litern dabei. Und dann zur Garage. Calgary JF bedeutet für uns in der Produktbezeichnung Einzelbetten hinten. Okay. Zusätzlich mit Matratze ausbaubar zum großen Bett. Haben wir ein Fahrzeug, welches wir mit Dinettenbett bzw. Queensbett haben, dann ist das der Noteam Volga. Okay. In der Besonderheit Vollboden 9,2 cm, elixiertes Aluminium, als Basisstoß kratzfest. Wir sehen jetzt schon von vornherein die Verzugsschienen im Detail. Auch hier wie bei den meisten Fahrzeugen von vornherein in der Serienausstattung bei Noteam die Außendusche. Des Weiteren sehen wir hier die Aldeheizung, die Hinterbelüftung. Dieses Fahrzeug ist mit einer Alde, Warmwasserheizung ausgerüstet rundherum. Insofern ist das ein absolutes auch Winterauto. Ja, und auch für jeweilige Bikes haben wir hier ein einen stabilen Boden, den man gut waschen kann, wenn man sich auch mal nicht super putzt. Obwohl wir die Möglichkeit hätten mit der Dusche. Ja, so ist es. So ist es. Auf jeden Fall. Genau. Beleuchtung ist wie bei allen anderen auch hier hinten entsprechend einstellbar. Wir haben eine Zusatzklappe hier, um auch leichter bedienen zu können in der Beladung. Da weise ich hier drauf hin, hier haben wir im Grunde genommen den Ablasshahn für den Frischwassertank. Okay. Also auch leicht zugänglich, ohne viel aus dem Kofferraum hin und her zu räumen. Ja. Die Isolation Kofferraum ausgeschlagen mit Filz. Und die Gasdruckfedern, die an allen Öffnungen, an allen Klappen generell bei Noteam vorhanden sind. So, was können wir denn noch zum Heck sagen? Was gibt es da noch zum Heck? Hier ist jetzt die Drohnenkamera draußen und die Doppellinsen-Rückfahrkamera. Okay. Auch dieses Fahrzeug ist serienmäßig in dem Zubehörpaket Elite entsprechend ausgerüstet mit einer Drohnenkamera. Ja, und dann zeig mal von hier nochmal die Klappe, um extra an die Ladung zu kommen. Die Klappe hier ist auch für die extra Zuladung.
Denn manchmal ist es so, dass sie die Seitenklappe nicht öffnen soll, ja. So, dass man auch von hinten beladen kann. Ja. Die Matratze, die da drin liegt, ist die Betterweiterung fürs Frontbett vorne. Ja, okay. Zeigen Alles wir klar. In zweiter Linie. Also wir sind auf der Fahrerseite und schauen uns mal an, was es hier noch zu entdecken gibt. Ja, Frischwasser 145 Liter. Zuzüglich das, was im Boiler und allem drum und dran in der Leitung drin ist. Also wir reden da von 160 maximal Liter, die verfügbar sind. Da kommen Gaskasten, Gasflaschen. Duo Control CS, Crashschutz, auch in der serienmäßigen Ausstattung mit enthalten. Wir haben da ein Metallfach, was auch wieder natürlich sehr, sehr robust ist. Super. Okay. Hier gehen wir weiter ins WC. Da haben wir die Kassette entsprechend und auch am Ende sichtbar die Entlüftung, die Zwangsentlüftung, Sogentlüftung, einfach Staufach. Ja, einfach Staufach hier. Und hier ist nochmal Staufach. Ja. Ja. Ne, denn das ist ja ein Fahrzeug bei der Zuladung. Das sind da Leute, die ein halbes Jahr nach Spanien fahren oder sonst wohin. Ja. Ja, da geht gut was rein. Beziehungsweise, wenn ich den wirklichen Rente gehe, dann nehme ich den. Das ist die Abluftheizung. Ja, entsprechend alte, die Abluft. Dann haben wir hier ganz normal den Dieseltank. Auch wieder Euro 6 Mercedes. Und wenn wir hier noch mal kurz zum Spiegel hochschwenken, sehen wir auch im Spiegel verarbeitet die 360 Grad Drohnenkamera. Bernhard ist schon mal reingesprungen, aber mir ist außen noch was aufgefallen. Und zwar sehen die Fenster jetzt schon mal auch anders aus als bei anderen Campern. Wir haben hier einen richtigen dicken Rahmen. Und erzähl doch mal, was es damit auf sich hat. Diese Rahmenfenster ist ein reines Sicherheitsfenster, wird elektrisch bedient. Ah, okay, die schließen sogar komplett. In dieser Funktion die Nachtverdunklung, gleichzeitig auch entsprechend unsere komplette Verdunklung und Sicherheit. Hier haben wir unser Fenster. Sicherheitsfenster rundherum. Ja. Die Seitenfenster bei dem, wenn du jetzt einmal rüberschwenkst zu den Seitenfenstern vom vorderen Aufbau, dort haben wir auch Sicherheitsfenster, bruchsicher. Auch hier ist natürlich dann manuell das Fliegengitter zum Runterziehen. Wir können das Fliegengitter runterziehen, die Scheibe runterlassen, je nachdem auf die Hälfte, damit auch Durchzug ist und Fliegenschutz gewährt ist. Okay? Ich sitze hier im sehr, sehr schicken Cockpit des Fahrzeugs und das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut schon mal. Was gibt es denn hier? Hier gibt es sicher vieles zu entdecken. Ja, sprechen wir doch erstmal über den Sitz. Es ist ein reiner Lordose-Sitz. Wir haben hier Naturleder mit Lederarmlehnen bezogen. Lordose-Sitz lässt sich entsprechend dem Rücken einstellen. Integriert sind die Gurte, die Dreipunktgurte, so dass wir die Fixierung nicht am Führerhaus haben. Unser Mercedes-Cockpit in der neuesten Einstellung der neuesten Generation Mercedes. DAB-Radio, Navigation, Camper-Navi, alles im Mercedes-Cockpit enthalten. Über die Lenkrad-Fernbedienung steuerbar, Tempomat, entsprechend alles enthalten. Und wenn Sie ein kleines Stück weiter schwenken, haben wir auch hier wieder die 360-Grad-Kamera, Drohnenkamera rundum. Verbaut in den Seitenspiegeln an der Seite des Fahrzeuges und im Heck. Millimetergenaues Einfahren in die Parklücke ist dort möglich. So, hier vorne haben wir noch einige Spezialitäten und eine davon fällt sofort ins Auge. Wir haben einige Plätze, um Flaschen abzustellen. Zweimal hier, da oben nochmal zwei und dann können wir hier gleich weiter über die Ablagefläche sprechen.
Da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, Handys zu laden und jeden möglichen Kram noch unterzubringen. Davon haben wir sogar drei Stück, drei Ablagefächer nebeneinander. Ja. Und dann haben wir auch noch hier in der Seite, in der Tür, Platz für noch mehr Equipment. Und das Gleiche auch hier oben. Genau. Also hier kann man noch das Licht ein- und ausschalten, direkt über der Fahrerkabine. So. Klimaautomatik im Führerhaus. Und dann haben wir auch einige Verdunklungsmöglichkeiten. Ja, die Verdunklungsrollos hast du einmal hinter dir ist geöffnet. Da haben wir die andere Seite. Und das komplette Fahrerhaus-Verdunklungsrollo geht elektrisch. Denn die Verdunklung rein passiert ja eh am Abend, wenn es in die Nachtruhe geht. Und so die anderen Fenster seitlich entsprechend auch in die Verdunklung zu machen. Für den Fahrer als Sonnenblende das sogenannte Busrollo, was dann wieder nach oben hochschwenkbar ist. Ja, soweit zum Cockpit. Jetzt gehen wir gleich mit dem Cockpit. Bitte einmal kurz rüberkommen zu mir und den Sitz wieder umdrehen. Wir haben hier im Front unser Hubbett, belastbar bis 200 Kilo. Normale Größe in dieser Einstellung ist 1,40 x 2 Meter. Wir können jedoch das Bett verbreitern. Dafür haben wir die Matratze im Heck gesehen, indem wir auf die Breite von 1,60 x 2 Meter kommen. Hat natürlich den Vorteil, dass man abends noch sitzen kann, vielleicht die Enkelkinder oben noch irgendetwas anderes machen. Auch hier wieder ein Lattenrost als Unterlage, von der soliden Nutin-Bauweise geprägt. Hier haben wir auch die große Luke, das ist die Heki 3, nennt sich die. Wird alle bei diesen Dingern verbaut, auch mit Kurbelbedienung. Die Schränke entsprechend. Ja. Ja, genug Platz. Also hier haben wir die Schaltung für unsere Beleuchtung. LED, grün, blau, gelb in der Mischung. Oder wir machen eine feste rote Beleuchtung. Und dann gibt es noch die Helligkeit einzustellen auf der linken Seite. Rauf und runter. Und hier kannst du rauf und runter stellen, ja. Hier entsprechend auch. So haben wir dann das ambiente Licht, je nach Gefühl, je nach wo Stimmung. Man ist. Bei Regen wird es wahrscheinlich gelb sein, damit die Sonne im Fahrzeug scheint. Gute Idee. Okay. Ne, die Schränke auch alle im Soft Close fest verkehrt. Und jetzt kommt natürlich da links wieder der nächste Weg. Des deutschen Lieblingskind in unserer Vario-Kücheneinheit, die Nespresso-Kaffeemaschine. Auch hier schwenken wir gleich rüber aufs Kochfeld. Wieder die kratzfeste Oberfläche. Ja, kratzfeste Oberfläche, Stoßhitze beständig. Wieder die Erweiterung für den Küchenbereich. Der Vorteil ist einfach hier, der Zweiflammenherd. Viele fragen nach dem Dreiflammenherd. Warum? Beim Dreiflammenherd, den dritten Topf kannst du nie draufstellen, weil kein Platz ist. Bei zwei Flammen bist du optimal versorgt. Vom Reinigungsfaktor her. Abnehmbar. Super. Sehr abnehmbar, sehr leicht zu reinigen. Ich als Hobbykoch bevorzuge dieses Equipment. Ist tatsächlich so. Und auch hier wieder für die leichte Bedienbarkeit, Gewürze, Essig, Öl, alles was dazugehört im Apothekerschrank. Die Farbe, die wir hier drin haben in der Möblierung, ist die Farbe Java. Dieses Fahrzeug ist in der Farbe Java bestellbar. Okay. Ja. Wenn wir weiter rübergehen in die Küche auf diese Seite, haben wir hier angefangen beim Backofen. Gasbackofen. Wir haben unser Gefrierfach und wir haben unseren Kühlschrank.
Okay. Hier an der Seite haben wir auch noch einiges zu entdecken. Das erkläre ich hier mal schnell. Und zwar haben wir hier Platz für Sektgläser. Und direkt darunter noch eine interessante Weise, ein Fach zu öffnen. Und zwar nach innen. Und da sind die Anschlüsse vorbereitet für einen Fernseher. Dann geht es hier unten weiter. Da kann man Flaschen unterbringen. Und dann gibt es hier den Schalter für die Trittstufe, die elektrische. Die kann man hier einfahren. Genau. Und dann eben weitere Lichtschalter fürs Interieur. Ein zusätzlicher Stauraum. Jetzt gehen wir in die Situation, wir haben hier absolutes Vollleder. Vollleder in heller Struktur. Da haben wir zwei verschiedene Auswahlmöden. Einmal hier in diesem Cognac und einmal etwas dunkleres Leder. Wenn wir jetzt die dritte und vierte Person mitnehmen, haben wir hier den zusätzlichen Sitz. Hochlehnbar. Hinten im Kofferraum haben wir das dazugehörige kleine Sitzpolster und die Nackenstützen. Das ist nach der Sicherheitsnorm 3-Punkt-Gurt zu fixieren. Das ist das gleiche, finden wir auf der gegenüberliegenden Seite unterhalb der anderen Sitzbank. Was von oben nicht zugänglich ist, ist der Elektrokasten nach unten, wird also von der Seite bedient. Hier haben wir noch zusätzlich für unsere Ambientebeleuchtung 12 Volt USB-Stick und 230 Volt Steckdose. Auch hier bei unseren Notinenfahrzeugen im Fahrzeugbereich vorne, Wohnbereich, Küchenbereich, WC und Schlafzimmer haben wir bereits 130 Volt Steckdosen. Mhm. Hier ist die Elektroversorgung, Panelübersicht, Außenbeleuchtung an der Markise. Hier haben wir die Jalousie vorne im Fahrerhaus. Wenn der Schlüssel gerade ist, keine Funktion am Hubbett, ist der Schlüssel gedreht, absenken und wieder hochfahren. Hier setzen wir unsere alte Heizung in Betrieb. Die alte Heizung, also Fußbodenheizung, Seitenheizung, komplette Winterfestigkeit. Hier haben wir das gesamte Kontrollpanel für unseren Batteriezustand. Allgemeine Übersicht, Beleuchtung an, aus, Außenbeleuchtung. Alle entsprechenden Einheiten inklusive. Hier sehen wir die Heizung, dass auch der Abwassertank beheizt ist. Wir sehen hier die Fernsehgeschichte XL, wir sehen hier die Wasserpumpe. Alles im Kontrollsystem überschaubar einzustellen. So, jetzt geht es nach hinten weiter und da haben wir eine echte Tür, eine vollwertige Tür. Und da erzählt der Bernhard jetzt, was wir noch entdecken können. Ja, bitte hinein. Wir haben eine vollwertige Dusche, wie zu Hause. Ein Becken 80x80, ein Duschbecken, Abtropfbecken mit LED-Beleuchtung, je nach Stimmung. Unseren Wäschetrockner haben wir oben drin, damit der Handtuchtrockner auch entsprechend ist. Die Abluft nach oben durch die kleine Häkelluke, 40x40. Sehr pflegeleichtes Material, was die Duschwände angeht. Wenn wir ins WC gehen. So, jetzt schauen wir uns noch das WC an. Das ist auch sehr geräumig auf jeden Fall, schön beleuchtet. Was gibt es denn da noch zu entdecken? Einige Fächer und Ablagemöglichkeiten. Eine weitere Luke. Spiegelschrank. Eine Heizung von Aldi. Und weitere Schränke. Wenn ich es anmerken darf, das WC ist auch ein Kassetten-WC,
aber vollwertig in der besten Sitzmöglichkeit gegeben. Ja, der Teppich ist natürlich herausnehmbar. Ausreichend Platz für die Kleiderschränke, oben sowie unten. Eine vollwertige Matratze mit wunderschöner Tagesdecke, wie eine 7-Zonen-Matratze zu Hause, in ähnlicher Struktur, muss ich dabei sagen. Wir haben natürlich alle Betten mit Lattenrost. Auch hier drunter wieder Schubladen für Kleinwäsche. Auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Wir haben hier eine Zwischentür zum Bad, eine Schiebetür. Und außerdem hier noch einen Platz, da könnte man einen Fernseher anbringen. Also die richtigen Steckplätze sind auf jeden Fall schon vorhanden. Das sieht man da hinten. Und dann haben wir wieder einiges an Stauraum. Hier auch sehr tief und mit kleinem Kleiderhaken. Und hier oben weitere Staufächer. Darunter haben wir ein Fenster, das wieder elektrisch bedienbar ist, zu öffnen. Und dann haben wir hier auf beiden Seiten kleine Leselampen, die auch mit Touch bedienbar sind, blau oder hell. Und neben weiteren Staumöglichkeiten hier oben auch die Lichtschalter, von hier alles bedienbar. Hier ist nochmal ein USB-Ladestation. Und da haben wir noch die Fußboden-Ambiente-Beleuchtung. Die ist hier ein- und ausschaltbar. Und das sieht man dann hier unten. Genau. Hier hinten haben wir indirekte Beleuchtung in schönem Design hier. Und das ist auch mit Kunstleder bezogen. Das ist auch, fühlt sich ganz hochwertig an. Zur Größe der Betten noch habe ich noch eine Info. Und zwar haben wir hier die Konfiguration mit zwei Einzelbetten, die sind 90 auf 1,98 groß. Und insgesamt über beide Betten hätten wir eine Breite von 2 Metern. Und bei einer anderen Konfiguration könnte man dann auch hier das Bett noch erweitern und dann hat man wirklich die komplette Fläche. Wir stehen jetzt wieder außerhalb des Fahrzeugs unter der ziemlich großen Markise. Was hat die denn für Abmaße? Die Abmaße sind 5 Meter, mal Auszug 2,75 Meter. Hm. Es ist eine Thule Dometic, jetzt bei diesem Fahrzeug, das, was jetzt momentan verfügbar ist. Das Fahrzeug insgesamt vom Grundpreis her, um das noch zu benennen, fängt bei 159.000 Euro an. Zusätzlich unseres Elite-Paketes, welches sehr gut begünstigt wird. Und dieses Produkt, wie es jetzt hier steht, dieses Fahrzeug fahrbereit, ist bei 221.000 Euro gesamt, inklusive aller Ausstattung, Elektronik und was dazugehört. Okay, dann vielen Dank für deine Infos. Gerne. Und die Tour. Gerne, gerne. Und wenn euch solche Videos gefallen, dann abonniert doch bitte unseren Motorzeitung-Kanal und lasst einen Like da. Und wenn ihr informiert werden wollt, wenn es wieder was Neues gibt, dann klickt doch auf die Glocke. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.